Heute erzähle ich euch was über das Bepflanzen von Töpfen. Und zwar ist es so, dass alle Töpfe im Außenbereich auf jeden Fall ein Loch haben müssen, egal wie groß. Und bei Töpfen, die größer als 40 cm sind, müsst ihr eine Drainageschicht machen. Warum macht man die Drainageschicht? Die hat ganz einfach den Vorteil, dass das Wasser durch die Drainageschicht gut abfließen kann. Das heißt, im unteren Bereich bringt man dann Blähton auf. Das sind diese Tonkügelchen, die ihr vielleicht auch von den Hydrokulturpflanzen kennt. Drüber macht man ein Vlies. Das Vlies hat den Effekt, dass sich die Erde, die dann über diesen Vlies reingeleert wird, sich nicht mit den Drainagekugeln vermischen kann und mit der Zeit verdichtet. Warum soll sich das nicht verdichten oder warum nimmt man nicht einfach nur Erde? Das ist ganz einfach bei einem großen Erdvolumen, wie diese großen Töpfe eben haben, beginnt die Erde mit der Zeit immer weiter nach unten zu rutschen und dann verdichtet sich das und das Wasser kann nicht mehr durch. Warum will man das nicht? Pflanzen, die Staunässe erfahren, das heißt, die zu lange im Wasser stehen, fangen mit der Zeit zu faulen an und eine abgefaulte Wurzel kann kein Wasser mehr aufnehmen. Das heißt, das Schadbild von der Pflanze sieht ganz genauso aus, als wäre sie vertrocknet. Deshalb umso wichtiger, dass ihr immer darauf achtet, ob auch unten aus dem Topf das Wasser abfließen kann. Und wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare.